Hallo und herzlich willkommen zurück zu Victoria 3 mit einem Generalssuchenden Frankreich. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir brauchen für Nordafrika einen Kollegen, nennen wir Henri d'Orléans. So, den können wir nicht mehr befördern. Der ist auch schon Feldmarschall. Der ebenfalls. Henri müssen wir dann befördern. So. Feldmarschall, der ist auch einer. Und er ist noch Brigadegeneral hier im Kongo. Wir werden ihn aber auch direkt durchbefördern. Wir können es uns erlauben. Ich lass mal langsam weiterlaufen. Wir schnappen uns den Kollegen. Und befördern ihn mal hier auch durch. Und dann nehmen wir den Akil. Wo ist Akil? Da ist Akil. Und der wird natürlich auch einmal durchbefördert. Dann brauchen wir jetzt hier noch einen dritten. Wir schnappen uns den von den Intellektuellen. Wer war denn das? Die Österreicher und die Briten haben ihre Rivalität beendet. In Okzitanien bräuchten wir noch einen. Wir nehmen also den guten. Da ist er. Auch der wird einmal befördert. Und dann holen wir uns im Niger auch noch mal einen General an den Start. Holen wir uns den. Und dann eine haben wir, glaube ich, noch über, aber das ist nicht so dramatisch. Wir brauchen hier in Okzitanien
auf jeden Fall noch ein. In Nordafrika, im Rheinhauptquartier. Und auch die werden wir jetzt einfach mal alle ganz gnadenlos befördern. Da kenne ich ja nun gar nichts. Und da müssen wir uns gleich mal anschauen, bautechnisch, was hier noch zu machen ist. Denn wir werden auch da gleich einmal durch sein. Ja gut, in Karnak muss dann gleich muss ja nur die Eisenbahn ans Laufen kommen, dann sollte sich das Thema erledigt haben. Île-de-France haben wir ein Problem. Île-de-France haben wir ein Problem. So. Ich würde sagen, dann hauen wir da einfach mal. Sind hier auch bloß schon wieder. Ach, die haben schon wieder so ein Blagram. Maximin de Castellou, ein prominentes Mitglied der Widerstandspartei, wird der fahrlässigen Korruption beschuldigt. Was ist bitte fahrlässige Korruption? Er stritt die Anschuldigung energisch ab, bis belastende Briefe auftauchten, die er unterzeichnet hatte. Ja, ich bin bereit, mit dem Komitee über den Inhalt dieser Briefe zu sprechen. Wenn ich mich nur erst mit dem Inhalt dieser Schreiben allein in meinem Zimmer vertraut machen darf. Selbstverständlich, Euer Ehren, werde ich dabei keine Beweise manipulieren oder vernichten. Ganz ehrlich. Widerstandspartei, okay. Ja. Die muss ich nicht unbedingt in der Regierung haben. Die Streitkräfte und die Katholiken. So, ich wollte aber in hier noch einmal 5 Motorenwerke bauen. Gesetze, was geht denn hier? So, wenn wir aufs. Okay. Das. Wieso ist bitte einer von den Intellektuellen dagegen? Also, es würde jetzt keinen radikalisieren, ne? Das hier schon. Gut, die Kleinbürger sind randständig. Die Grundbesitzer sind für mich jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ja, die katholische Kirche würde das radikalisieren. Das können wir also im Moment noch nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Schritt hin zur Schulpflicht.
Und danach sind die Renten das Thema. Aber erstmal will ich die Schulpflicht haben. Wir haben Öl in Guyana entdeckt, das ist schön. Die Holländer können da machen, was sie möchten. Wir haben, glaube ich, das Problem, dadurch, dass wir Rivalitäten haben mit Preußen, mit Großbritannien und mit den USA, dass egal auf der Welt wir Krieg anfangen, definitiv was zwischen die Hörner kriegen. Und einen Weltkrieg auslösen. Also sollten wir das aktuell eher lassen. Ost- und Westguinea. Ach so. Also wundert euch nicht über irgendwelche komischen Geräusche. Ich nehme das hier auf einem Sonntagmorgen auf. Und meine Nachbarn, egal ob in den anderen Häusern hier oder bei mir im Haus, sind der Meinung, jawohl. Wir müssen hier leer machen. Und das geht mir gerade tierischst auf den Keks. Aber wir haben ja, aber wir können jetzt ja mal unsere gerade neu rekrutierten Generäle hier. Ja, das ist schön, dass wir eine legitime Regierung haben. Wir wollen uns jetzt mal angucken, was wir hier machen könnten. Wir könnten die Demokratische Allianz einsetzen. Und das werden wir auch tun. Problem ist halt, dass wir ja als illegitime Regierung unterwegs sind, können keine Gesetze beschließen und. Das ist ein ernsthaftes Problem. Achso, Russland hat ja auch Kolonien, okay. Île-de-France. Trotz zahlreicher Bemühungen der Regierung, das Gesetz Grundschulpflicht aus der Bredouille zu befreien, gilt es inzwischen als unausweichlicher Fehlschlag. Gut. Dann hat sich das nämlich erledigt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was könnten wir denn hier noch sinnvoll ausbauen? Paar Stahlwerke.
Möbelfabriken gehen auf jeden Fall noch. Und ein paar Werkzeugfabriken können wir hier auch noch hinhauen. Und Österreich hat Südangola kolonisiert. Also ich würde jetzt gerne mal aus den Schulden auch mal rauskommen demnächst. So. Was ist das hier? Bono. Das interessiert mich relativ wenig. Was will er denn? So, wir bilden auf jeden Fall mit der Schweiz ein Verteidigungspakt. Okay. In Französisch-Guyana wurde Gold entdeckt. Menschen aus allen Ecken der Erde versammeln sich hier in der Überzeugung, dass sie die nächste große Ader entdecken und sagenhaft reich werden. Meins, alles meins. Nochmal meins, alles meins. Und na, wir haben hier auch noch Kautschuk angepflanzt. Wunderbar. Also machen wir den auch nochmal. Französisch-Guyana müsste also damit eine Migrationsanziehung gefühlt von 700% haben. So, ein bremischer Bauernaufstand. Das interessiert mich nun ganz und gar nicht. Den müsste ich eigentlich mal loswerden hier. Ja gut, die. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt marschieren wir mit allem, was da ist, hier vor. Ja, das ist sehr gut. Die Schweiz können wir bald in unseren Markt auch noch holen. Gummi im Kongo und im Gabun. Also sehr schön. Und jetzt haben wir noch Öl im Kongo entdeckt. Das ist. Was ist denn? Nein. Preußen hat sich ernsthaft auf die Seite von Bulungarn gestellt, und führt einen Krieg gegen die Niederlande, um. So, wir kennen jetzt das Dynamit, das ist schon mal gut.
So. Weiter kolonisieren können wir nicht. So, Westneuguinea konnten wir inkorporieren, oder? Ach nee, die sind noch am kolonisieren, sehr gut. Ich dachte, die wären durch. Ja, aber durch ist ein gutes Stichwort. Das sind wir nämlich für die heutige Folge. Also, ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.